Hey ho, hallöchen meine lieben Zuschauer und willkommen zurück bei Let's Play. Doom 3, du hast Mission, wir sind auf dem Weg ins Access-Labor. Dr. Myers wartet immer noch. Man hört das metallisches Ächzen. Das Ganze wird wohl bald zusammenbrechen. Nein! Euer Gähnen und Stöhnen kommt gar nicht an das metallische Ächzen heran. Die Theatralik fehlt. Gut. Es gibt keine PDAs zu finden. Noch nicht. Aber potenzielle Zombies. Die Musik ist interessant, muss ich sagen. Das ist doch eine coole Aufzugmusik, oder Leute? Naja, wollen wir uns ins Access-Labor begeben. Ach schade, die Musik hat mir gerade zugefallen. Forschungsabteilung Junior Aerospace. Nur für die Kleinsten, und dieser Aufzug war gerade sehr laut. Junior Aerospace. Finde den Wissenschaftler am Teleporter-Prototyp-Sammelpunkt. Den Wissenschaftler. Er wird nicht mehr als Dr. Myers bezeichnet. Naja, etwas gesundes Misstrauen ist immer angebracht. Angesichts dieser spontanen Seitenwechsel unserer Belegschaft. Ich hoffe nicht, dass das Dr. Myers war. Naja, da laufen viele im weißen Kittel rum. Ist gar nichts Besonderes mehr. gut, wir können nur das tun. Leider haben wir hier... Aber wir können den Grabber benutzen. Oder? Das war wohl doch nur ein Bug. Im letzten Part. Komisch. So, wir haben uns Zugang verschafft. Willkommen im Access-Labor. Wir erforschen heute die Zukunft. Ich habe ein neues Spielzeug gefunden. Ach ja. Access-Leitung. Darunter müsste sich Dr. Myers befinden. Aber wo er sich momentan befindet, das gilt es jetzt herauszufinden und... Naja, ich freue mich auf die Erlebnisse im Access-Labor. Mit der Chaingun bewaffnet. So, dann sprinten wir erstmal hier durch das ganze Gerümpel. Kommen wir durch? Das wird das wohl kein Hindernis sein, oder muss ich den Grabber einsetzen? Nein. Na gut, dann haben wir eben einen anderen Pfad. Chaingun. Ein Schwein. Hier ist irgendwo ein Schwein. Die kennen wir noch aus Doom 3. Ich finde sie irgendwie furchterflößend. Es hat sich nur durch sein Grunzen angekündigt, aber noch hält er sich fern. Nasir Adil. Boah, diese Viecher sind widerlich. Das muss man einfach mal sagen. Wir gehen nochmal kurz zu den Schließfächern. Wir müssen uns wappnen. Das Access-Labor wird nicht einfach sein, wenn schon direkt am Anfang ein Schwein uns begrüßt. Übergriffe durch Access-Personal. Folgenden Verhör schien Sanders unter Amnesie zu leiden.
Er wusste nicht mehr, warum er sich so aufgeregt und den Manager angegriffen hatte. Er wusste nur noch, dass er seinen Lader gestoppt hatte. Momente später wachte er in seiner Zelle auf. Seitdem kommt es immer öfter, statt zu Diskussionen, direkt zu Prügeleien. Die Unruhestifter zeigen alle das gleiche Verhalten. Plötzlich von Ärger und Gewalt erfasst, danach wieder völlig normal. Bis jetzt hatten wir nur einen lebensbedrohlichen Fall, bei dem Ingenieur Leon Powell mehrere Messerstiche abbekommen hat. Ich fürchte, dass wir uns auf noch Schlimmeres einstellen müssen und habe zusätzliches Sicherheitspersonal an allen kritischen Orten postiert. Um angemessen auf medizinische Notfälle zu reagieren, habe ich Schrank 965 befüllt. Der Zugangscode ist 428. Sergeant Nasir Adil, Ende. 965, das ist nicht dieser Schrank. Trotzdem mal versuchen, falls ich irgendetwas nicht verstanden habe. Schade, Nasir. Aber schön mal wieder einen Akzent zu hören in den Audiologs. Bevorstehender VIP-Besuch. Das ist auch wichtig. Soeben erfuhr ich von der Zentralbehörde, dass Counselor Elliot Swan, ein UAC-Repräsentant, in ein paar Tagen von Erde eintreffen wird. Er wird alle Sektoren von Mars City inspizieren, auch das Exis-Labor. Ich weiß nicht, ob das wegen der aktuellen Ereignisse eine gute Idee ist. Die Angriffe und die Gewalt, die uns im Exis-Labor plagen, sorgen für großes Misstrauen unter dem zivilen Personal. Und jetzt fehlen auch noch Waffen. Die Schränke an den Sicherheitskontrollposten waren vor 2 Tagen noch komplett gefüllt. Doch heute ist die Hälfte verschwunden. Keine Ahnung, was passiert ist, doch meine Marines schwören, dass nur sie Zugang zu den Schränken hatten. Meine Leute und das übrige Sicherheitspersonal waren es sicher nicht. Aber ich weiß nicht, wer noch alles die Codes gehabt hat. Eine schlimme Lage, die jeden Tag schlechter wird. Meine Bitte um mehr Männer für das Exis-Labor wurde abgelehnt. Andere Sektoren von Mars City sind kaum noch besetzt und die Reserven bereits im Einsatz. Ich muss mit meinen derzeitigen Marines die Dinge in den Griff bekommen. Ich werde erneut mit der Zentrale reden und fragen, ob Counselor Swan Exis auslassen kann. Das Letzte, das ich gebrauchen kann, ist, dass jemand im Wahn einen VIP tötet. Ich habe schon genug damit zu tun, zu verhindern, dass hier jeder jeden umbringt. Sergeant Nasir Adil, Ende. Nasir Adil. Adil Swan, den kennen wir noch aus Doom 3. Er war ja der Inspektor. Er sollte mal ordentlich Druck machen auf die Forschungsarbeiten von Dr. Betruger. Druck ausüben, ein bisschen, ja, nachhaken, was dort eigentlich gemacht wird. Es sollten nämlich Produkte geliefert werden. Es war beträchtlich lange Zeit nichts geliefert worden. Naja, das kennen wir aber noch aus Doom 3 und naja, er wurde am Ende von mehr oder weniger Wahnsinnigen getötet. Oder von Kreaturen des Wahnsinns. Elliot Swan, Marsbasisinspektion. Ah, da hat er eine Nachricht an den Sergeant geschrieben. Interessant, das zu lesen. Sergeant Adil, man hat mich über Ihre Besorgnis bezüglich meines bevorstehenden Besuchs informiert. Allerdings muss ich Ihnen mitteilen, dass diese Reise für das UAC-Management von höchster Wichtigkeit und eine Inspektion des Exis-Labors während meiner Anwesenheit unumgänglich ist. Mir sind die dortigen Vorfälle bekannt und einer der Gründe meines Besuchs besteht darin, deren Ursachen auf den Grund zu gehen. Ah ja, genau. Ah, der Dr. Swan. War er überhaupt ein Doktor? Warum habe ich ihn gerade Doktor genannt? Sergeant? Naja, egal. Chancellor Swan. Er war ein Chancellor, ein Kanzler. Wird wohl auch mal sein Doktorand geschrieben haben. Mir sind die dortigen Vorfälle bekannt, genau. Bitte leiten Sie alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in die Wege. Ich habe die Leitung des Mars-Sicherheitsdienstes bereits angewiesen, Ihnen ausreichend Waffen und Personal zur Verfügung zu stellen.
Außerdem kann ich Ihnen versichern, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu meiner persönlichen Sicherheit getroffen zu haben. Mit freundlichen Grüßen, Elliot Swan, USC Geschäftsleitung. Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, wie zum Beispiel ein Marine mit einer fetten BFG als Escort mitzunehmen. Nicht schlecht, aber leider hat sie ihn nicht gerettet. Sicherheitschef Adil. Chase Higgins, mehr Sicherheitspersonal. Ich möchte Sie hiermit um die Stationierung zusätzlichen Sicherheitspersonal in der Technikabteilung bitten. Meine Mitarbeiter und ich erleben hier äußerst beunruhigende Vorfälle in der Nähe des Partikelaustauschers. Gestern hat Morgan beinahe den Verstand verloren und es hat 20 Minuten gedauert, ihn wieder zu beruhigen. Er schwor Stein und Bein, ein riesiges blutiges Auge gesehen zu haben, das ihn durch das Glasschild anstarrte. Durch die Glasschilde. Unsere darauffolgenden Suche blieb allerdings ergebnislos. Je schneller Sie uns hier Sicherheitspersonal raufschicken, desto besser. Danke, Chase Higgins, Access Labor Technikabteilung. Die Technikerin Lynn hat aber schon einiges angerichtet. Und jetzt würde ich sagen, an die Front. Den erledigen wir auch noch. Wie sind sie dort nach oben gekommen? Das würde mich interessieren. Vielleicht bei einem lustigen Crabber-Test? Oder hat sie einfach einen Muskelpack der Hellknight dort hochgeschmissen? Naja. So. Hier war doch noch ein dritter. Oh. Und ich kriege mir auch noch klein. Wie schon einmal. Aber er begleitet uns durch die Level, durch die düsteren Korridore. Ein bleicher, heller, hellhäutiger Begleiter in den düsteren Korridoren. Sehr kontrastreich. Schwarz gegen Weiß. Himmel gegen Hölle. Und dazwischen ein ganz stinknormaler Marine. Netzwerkverbindung gescheitert. Netzanmeldung. System Standby. Okay. Und da kommen unsere Kollegen mit Schildern. Das heißt, wir brauchen Granaten. Erledigt. Oh Mist, ich habe die Chain Gun aufgebraucht. Es wird vielleicht mal wieder Zeit für die wunderbare Doppelläufige, oder Leute? Zweimal Schrotflinte. Gleich zwei Schrotflintenläufe. Ach, ich liebe die skurrilen Geräusche der Massity-Basis. Das sind zu viele. So. Und wer noch? Teleporter-Zugang? Teleporter-Staging. Kein Zugang. Security. So. Oh. Ein neuer Bewerber in der Sicherheitsabteilung. Sie sind aber nicht sehr gern gesehen. Wow. Ach, diese schwabbeligen Typen immer mit ihren merkwürdigen Händen. Oh, da können wir wieder mal ein bisschen Kamera gucken. Irgendwie ein angenehmes Geräusch, muss ich sagen. 468 war es, oder? Oder 428? Ah ja, 428. So. Der Eingang. Schön, sauber. War ein paar Möbeljahr
Gegenstände liegen verstreut herum, aber wir haben zum Beispiel unseren orangenen Herrn dort oben auf dem Gerüst weggeräumt. Alles gesäubert. Eingangshalle. Aha. Aufzugslobby. Keine Lobbyisten. Immer diese Vertreter der Hölle mit ihren zwielichtigen Anliegen. Hier sollte ganz normale Teleportation erforscht werden. Mensch, Mensch. Exit-Kreuzung 2. Hier kreuzt nichts mehr. Wartungsbereich 1. Aha, da hat sich doch... Da bewegt sich was. Eine Chain Gun, da können... Aha, da marschiert jemand im Wartungsbereich 1. Und der Wartungstunnel ist vollkommen weiß. Oh, wir haben den Doktor erreicht. Naja, in der nächsten Folge werden wir hören, was er zu sagen hat. Schaltet wieder ein, euer Dolling, sagt ciao.